Hallo meine lieben Oldtimer-Freunde, wir haben wieder Samstag 11 Uhr und was heißt es da? Alte Liebe rostet nicht und heute sind wir wieder vollzählig. Mit dabei ist die liebe Alex, der Jörg und der Siggi. Ich grüße euch. René, hallo Siggi, hallo Schatz, hallo liebe Zuschauer. Hallo mein Schatz, hallo René, hallo Siggi, hallo liebe Zuschauer. Ja. Wir haben es wieder geschafft, wir dürfen wieder mit den Oldies spielen, das freut uns, aber was uns nicht so freut, deswegen haben wir uns hier ein bisschen unters Dach verzogen. Wir haben, ja, wie sagen die Norddeutschen, Schietwetter. Oh. Es regnet, soll zwar bloß ein kleiner Schauer sein, laut Wetterbericht so 14 Uhr rum soll es aufhören. Ja, und ausgerechnet heute haben wir gesagt, wir müssen mal ein paar Sachen verkaufen. Genau, und es wieder ein bisschen Geld rein, ne? Richtig. Ja, und jetzt nebenan, ihr hört schon den Schlepper tuckern. Ich habe gesagt, ich lade der Alex das Zeug auf, habe natürlich jetzt den Eicher nehmen müssen. Und der hat kein Dach. All dieweil, der Deutz, da ist eine Hydraulikleitung kaputt, die haben wir nicht da. Der hätte ein Dach. Also muss ich mich dann, ja, auf die nasse Sitzschale schwingen. Ich glaube, wir müssen mal noch mit dem Händler sprechen, ob man eventuell auf einen Dach, auf einen Drecker noch irgendwie ein Dach drauf bauen kann. Das ist ja, wir haben mit Dächer sind wir ein bisschen spärlich ausgestattet, muss ich sagen. Wir haben eigentlich drei Drecker mit Dach, ne? Zum einen den Deutz, den Eicher. Den Eicher und den, nicht der Kramer, sondern wie heißt der? Der Hanomag. Nee, das schon dir. Da stehst du mit dem Rücken gerade davor, das deswegen. Ach, na eben, ja, aber der hat, glaube ich, keinen Frontladeranbau, ne? Nee. Ja, na gut, also wir hätten vier Trecker mit Dächern, das geht ja soweit. Naja, wir wollen jetzt nicht rumjammern, ich mache das jetzt einfach. Einer von euch hängt sich vielleicht mal hinten den Einachser an. Und ich lade das Zeug auf. Milch müssten wir wegbringen und Getreide. So, puh, machen wir das. Haben wir den Plan auf dem Anhänger? Nee, haben wir auch nicht. Stimmt. Nee. Ja, dann bringt's mehr Gewicht. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen einfach mal los hier. Genau. Oh, ich wünsche euch viel Spaß, oder uns. Ja, ebenso. Danke. Dankeschön, den wünsche ich uns auch und euch natürlich auch. Ja, und sobald es dann aufgehört hat zu regnen, ist eigentlich der Plan von uns, dass wir aufs Feld gehen. Dass wir die 7 noch mit der Ecke drüber gehen, ein Saatbett bereiten, andrillen. Oh. Und dann hätten wir noch ein Feld, was wir auch grubbern müssten. Oh. Ja, ich halte an. Alles gut. Fahr ruhig vorbei. Ich wollte schon mal mir so eine Palette mit Eiern hier schnappen. So. So. Boah, es ist aber auch ein Regen, ne? Das geht runter. Es donnert auch. Ich weiß gar nicht, ob man das hört, aber es donnert. Ja, man wird es nicht hören, weil ich habe jetzt die Umgebungslautstärke nicht gar so hoch gewählt. Aha. Aber es donnert, das stimmt. Ist eigentlich immer ein Gewitter hier. Ja, stimmt. Wenn es regnet, ist eigentlich immer gleich Gewitter im LS, genau. So, perfekt, perfekt. So, warte mal, wie machen wir denn das jetzt hier? Wir haben insgesamt 5 Paletten, wenn ich richtig gezählt habe. 3-mal Eier und 2-mal Wolle, ne? Genau, ja. Da müssten wir die ja eigentlich längs stapeln können. Warte mal, komme ich hier über die Bordwand oder knall ich da dagegen? Na, ich fahre lieber nochmal zurück. Das soll ja ein bisschen schön aussehen, so halbwegs. So. Ein Stück weg. Bei den Eiern tut der Regen nichts, würde ich sagen, oder? Nee, normalerweise haben die Schutz drumherum, da kann nichts passieren. So,
Dann nehmen wir die Angefangene auch mit. Ne? Weg damit. So. Ja, eine Woche haben wir warten müssen. Jetzt ist es wieder endlich soweit. Wie war denn eure Woche so? Normale Arbeitswoche oder gab es irgendwas? Nee. Normale Arbeitswoche, würde ich sagen. Ganz, ja. Oh, nee, bin auch ganz normal wieder bei der Arbeit. Feiertag hatten wir ja. Hatte ich sogar mal frei dieses Jahr. Am Tag der Arbeit hatte ich frei. Bin ja richtig, war ich richtig happy. Aha. Aber ansonsten gab es eigentlich nichts groß Bemerkenswertes. Nee. Wir haben endlich gleich mal das Wetter ansprechen. Weil es doch ja endlich Sonne, warme Temperaturen. Man könnte gerade meinen, das trübe Frühjahr wäre rum. Aber ich habe schon mitbekommen, dass es nächste Woche schon wieder der Absturz kommt. Naja. Aber deswegen können wir umso mehr, denke ich mal, die Woche noch das gute Wetter genießen. Ne? Ja, das ist richtig. Das ist bei uns ist schon fürs Wochenende jetzt viel Regen angekündigt und ja, nächste Woche sagt die App 100% fast jeden Tag. Hm. Genau, so die bisschen reiserischen Wettervorhersagen haben ja schon von Sintfluten gesprochen und was weiß ich. Was? Ja. Da habe ich nichts davon gehört. Ja, das ist auch gut. Ich denke, dass das auch nicht unbedingt eintritt. Aber das ist halt so, die wenn man so im Internet ein bisschen nach dem Wetter guckt, und da gibt es ja so gewisse Seiten, die machen halt riesige Schlagzeilen. Ich sag mal, das ist die Zeitung mit den vier Buchstaben von der Wettervorhersagen oder so. Ja, ich weiß, was du meinst. Deutschlands seriöseste Tageszeitung, ne? Genau. Und sowas gibt es aber anscheinend auch von der Online-Wettervorhersagen gibt es auch so ganz seriöse und die ein bisschen weniger seriösen, sagen wir mal. Ne? Mhm. Soll ich dir folgen? Nö, bleib ruhig dort stehen, bitte. Okay. Ich hab die Wolle ja vorhin extra noch hier unter das Dach gestellt, dass die jetzt nicht klitschnass wird. So, der erste Rubel rollt schon mal. Ah ja, genau. Das ist gut. So. Oh. Na. So, langsam muss ich aber mal fertig werden hier. Mir läuft die Brühe schon ins Genick rein. Das ist wirklich nicht schön heute. Aber naja. Ich habe aber den Eindruck, auf der Karte wird es schon heller, oder? Bilde ich mir das ja, ein? Ja, doch. Wenn man so hoch guckt, ich glaube, die dunklen Wolken ziehen weiter. Den Eindruck habe ich auch, ja. Jetzt hätte ich beinahe ein Fahrrad mitgenommen hier. Oh, shit. Und gegen die Eier geknallt. Naja, es musste ja wieder was schief gehen. Ist ja klar. Also, ja. Ich hoffe mal, der Dorfscheriff ist nicht unterwegs. Mit der Fuhre, wo ich dich hier losschicke. Sieht etwas, ja, verboten aus, auf Deutsch gesagt. Aber wir schmeißen einfach ein paar Spanngurte drum und dann ist gut. Ja, wie gesagt, bei mir war jetzt auch eine ganz normale Woche. Und schauen wir mal jetzt. War ja eine 4-Tage-Woche bloß für mich. Nächste Woche ist es eine volle und die darauffolgende dann wird ja bloß eine 3-Tage-Woche. Da ist ja dann Herrentag, Männertag, wie wir hier so schön sagen. Und da ist Freitag Brückentag. Ah, siehste. Das ist ja mal nicht schlecht. Mhm. Irgendwie komme ich heute hier gar nicht so richtig klar. Aber das liegt am Regen. Ich schieb's einfach mal auf den Regen. So.
Nee, nicht nochmal gegen die Eierpalette knallen, bitteschön. So, jetzt haue ich da mal fix ein paar Gurte drum. Mhm. Ah, das passt dann, schon. Ja. Ja, gute Fahrt. Fahr ein bisschen sachte, Alex. Die Wollepaletten stehen ja gar nicht so schlecht drauf, aber die Palette Eier, ja gut. Probier's. So, und ich stelle jetzt hier ganz schnell den Kumpel wieder unters Dach. Und werde mir irgendwas Geschlossenes suchen. So. Puh, erstmal kurz schütteln. Fertig. Jetzt komme ich mit dem dicken Bauch wieder hier zwischen der Wand und dem Trecker raus. Ja, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir wollen Saatbettgruppen. Das könnte eigentlich ein bisschen was Wendiges sein, aber das wird schwierig, ne? Ja, da, wie gesagt, also wenn du was mit Dach suchst, hast du eigentlich wenig Auswahl. Da hast du nur den Deutz, glaube ich. Naja, den wollte ich aber jetzt nicht unbedingt nehmen. Ich würde jetzt vielleicht sagen, habe ich nicht vorhin gesagt, der Hanomag hat ein Dach? Bin ich da? Nee, der Hanomag hat kein Dach. Nee, aber vielleicht könnte man dem mal irgendwann eins verpassen. Jetzt auf die Schnelle wird das nichts. Nee, auf die Schnelle wird das nichts, aber vielleicht hat der Händler, müssen wir gucken, müssen wir im Hinterkopf behalten, dass wir dem vielleicht mal noch eins verpassen. Tja, ja, dann bleibt der jetzt bloß der Deutz. Ja, ist es so. Dann machen wir das. So, Türchen auf. Rein in die gute Stube. Und los geht's. Du hast jetzt Getreide verkauft, ne Jörg? Ich habe jetzt einmal einen Zug Gerste. Hab jetzt nochmal einen Zug Gerste. Wollte ich noch wegfahren. Von der Hammer abendlich im Silo, habe ich gesehen. Ja. Oh. Und dann wollte ich mal gucken, die Alex. Ich weiß nicht, machst du da noch Milch oder? Ja. oder? Ich habe es geschafft. Ich bin heil angekommen, habe es verkauft. Das wunderbar. Ist schön. Ich würde dann noch die Milch wegfahren, wenn das okay ist für euch. Oh. Na klar. Alex, ich habe mal eine ganz kleine Bitte an dich. Ja? Würdest du trotzdem mal wieder dein Mikro ein kleines Stück weiter rannehmen? Mhm. Wir haben vor der Aufnahme haben wir nämlich ein Problem gehabt, dass wir da immer so ein komisches Rauschen drin hatten. So, dann haben wir das jetzt noch eingestellt und dann war es weg. Aber jetzt habe ich den Eindruck, das ist ein bisschen leise und ich möchte nicht, dass die ganze Folge dann du vielleicht relativ schlecht zu verstehen bist. So, und ich habe mir jetzt den zweiten Hängerzug geschnappt und würde jetzt auch noch eine Fuhre Getreide mit wegbringen. Kannst du gern machen, genau. Was ist denn hier rumkommen mit dem Ding? Boah, der hat aber auch einen Wendekreis, meine Herren. Ja, und an der Stelle würde ich auch gleich mal wieder ein kleines Dankeschön an euch loswerden wollen für die tolle Mitarbeit bei der Frage der Woche letzte Woche. Zweimal Woche im Satz. Und auch für die vielen Kommentare war wieder ein Festessen, sie zu lesen und natürlich auch zu beantworten. Vielen Dank und immer weiter so. Jawohl, genau. Kann ich nur zustimmen. Das hätte man eigentlich oder gar nicht so gedacht, dass das so, dass die Frage der Woche immer so schön beantwortet wird und dass ihr alle da so mitmacht. Da hat man wirklich nicht mit gerechnet. Nee, genau. Achso. Ja, sorry. Ist nicht schlimm. Das kann ich nur auch bestätigen. Also komme ich hier rum. Also mit dem zwei Anhängern und dem Deutz. Da habe ich mir ja wieder ein Ei gelegt hier. Komm, zieh rum.
könnte ja rein theoretisch. Könnte ich ja noch einen Zuggast wegbringen, eigentlich. Sehe ich gerade, so viel haben wir von dem Zeug. Da soll ich noch einen mitnehmen jetzt oder nimmst du den? Kommst von oben, ich nehme Gast, aber du kannst, da ist auch, Weizen ist auch genug da, das kannst du rein theoretisch verkaufen, habe ich gerade gesehen. Oder auch Hafer ist auch genug da. Wir haben einiges im Silo drin, muss ich feststellen. Nee, ich musste hier oben nochmal drehen, ich stand zu weit weg. Oh, ja, und dann kein Problem, mit zwei Anhängern da rückwärts schieben, kriegt man schon hin, kein Problem. Einfach ein bisschen näher ran hier. So. Siehste, also Weizen haben wir noch 25.000, Gerste 11.000, Hafer. Raps würde ich gerne verkaufen, da war doch der Preis ganz gut, ne? Raps kannst du auch gerne verkaufen, genau. Ich glaube, das machen wir auch. So, müssen wir den zweiten Anhänger auch drunter kommen. So. Okay, und jetzt muss ich bloß mal gucken, wo der Raps am besten war vom Preis her. 1219 beim GLW Landhandel. Da treffen wir uns dann dort wieder. Ja, dann bis gleich. Bis gleich, genau. Ich weiß nicht, Alex, hast du mal wegen Milchpreis geschaut? Ist da bloß an der Molkerei? Wo kriegt man denn die los? Guck ich gleich mal. Ich habe letztens so den Eindruck, dass uns die Molkerei ein bisschen über den Tisch zieht und nicht so doll bezahlt hat. Ja, die waren wahrscheinlich sauer, weil wir selbst Butter produziert haben, oder? Käse. Ja, aber die Molkerei, das ist alles, die Molkerei ist schon am Verkauf, also der Preis ist somit am höchsten. Oh, sehe, okay. Ja, alles so zwischen 1275, aber die Molkerei bezahlt 1304. Nö, dann machen wir das. Ich hatte letztens nur den Eindruck, aber ja, vielleicht war unser Milch sauer. Irgendwas war vielleicht. Vielleicht hatten sie auch ein bisschen einen schlechten Tag oder was. So. Ach, ist das schön, wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Ja, das kann ich dir nur zustimmen, das ist richtig. Aber ganz schön zu ziehen hier, der kleine Deutz. So, da bin ich ja echt mal gespannt, ob das Wetter dann auch wirklich besser wird. Oh. Ja, jetzt sieht man, das sieht doch schon wieder viel besser aus, wenn das da sechsstellig da in der Kasse. Ja. Das ist richtig. Wir hatten doch ein bisschen Ausgaben in der letzten Zeit. Du, wenn ich aber hier hintergucke, Richtung GLW Landhandel, da sieht es aber noch verdammt dunkel aus. Ja, hier ist es auch noch verdammt nass, muss ich sagen. Da komme ich jetzt gerade hergefahren. Nimmt den Schleichweg. Oh. So. Naja. Unseren Schafen geht's gut. Harald ist immer noch am Fressen. Also alles wie gehabt. Harald, unser schwarzes Schaf. Genau. So. Bin mal gespannt, was jetzt der Zug Raps bringt hier. Richtige Abladeseite, gleich erstmal gucken. Nee, natürlich nicht. So rum wird ein Schuh draus. So, ein Anhänger 5.900 knapp. Nicht schlecht, Herr Specht.
Das ist mal gut, ja. So, es regnet und regnet. Wir warten auf die Sonne, ne? Tja, wir hatten ja auch damals keine Wetter-App, ne? Eben. Wobei, es geht auch ohne Wetter-App. Oder, nee, anders gesagt. Du kannst 5 Wetter-Apps hernehmen und alle 5 zeigen dir was anderes an, ne? Ah, genau, das ist ja, was stimmt, was für ein Wetter-App haben. Der Dominik ist ja da anscheinend ein Experte, ne? Der 10 hat Stück, ja, ne? 10 Stück auf dem Handy hat er geschrieben. Meine Herren, habe ich gedacht. Aber ich wusste gar nicht, siehst du, viele Grüße in die Schweiz an der Stelle mal, ne? Der Dominik scheint ja ein Schweizer zu sein. Oder zumindest in der Schweiz zu leben, weil er mal geschrieben hat, dass er beim SRF die Wetter-App benutzen würde. Oder wenn ich das jetzt nicht falsch interpretiert habe, oder was? Nee, also ich glaube sehr sicher zu wissen, dass der Dominik nicht in der Schweiz lebt. Nicht in der Schweiz? Ich hab, nein, jetzt echt nein. Gedacht. Wir hatten vor ja, ein oder anderthalb Jahren mal doch LS im Multiplayer gespielt, da war er dabei und Dominik, entschuldige bitte und schimpf nicht mit mir, wenn sich jetzt was Falsches sah, aber ich bin der Meinung, dein Dialekt klang so ein bisschen wie, ja, Schwäbisch. Ah, gut, das wird dann aber auch weitestgehend in die Ecke passen, dass er dann doch auch das Schweizer Wetter beobachtet mit seiner App, wo er auf dem Handy hat, von daher. Ne? Vielleicht hat er sich ja auch bloß verschrieben, dass er statt SRF SWR meinte. Auch möglich, ne? Das ist natürlich auch möglich. Dann habe ich das völlig falsch interpretiert und es tut mir leid. Ist ja nicht schlimm, ne? Und wie gesagt, Dominik, wenn du die Folge schaust, was wir hoffen, ja, genau. Dann klär uns mal auf, bitte. So. Alex, soll ich deinen Klingelbeutel mitbringen hier vom Privatweg? Ja, wie viel ist denn da schon drin? Ja, eigentlich bloß das, was ich letzte Woche reingeschmissen habe. Dann kannst du noch ein bisschen hängen lassen. Ich lasse ihn mal hängen. Weil wir es gerade von deinem Weg haben, da hat ja Marco hat vorgeschlagen, dass wir da einen Schlagbaum noch anbringen. Ne? Jetzt wird's verrückt. Ne? Da muss ja immer einer sich da hinsetzen. Da müssen wir vielleicht das Sigi einladen von der alten Krebach, dass wir dann an den Baum dann setzen, der, damit er uns dann durchlässt oder so. Der wird meinen Klingelbeutel dann wahrscheinlich nehmen und holt sich ein paar Bier wahrscheinlich davon oder so. Ich wollte es nicht sagen, genauso ist es. Der hat ja nur im 19er hier auf der Bank gesessen und das Bier weggetrunken und keinen Finger krumm gemacht. Eben. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Traumjob. Also, da könnte er sich irgendwie mal eine Bank an die Schranke stellen und dann hätte er ja ein bisschen schönes Wetter und dann so. Ne? Nee, aber es ist wirklich schön, dass ihr euch da immer Gedanken macht, wie man das, was wir da noch machen könnten und wie man es machen könnte. Ne? Definitiv. Und so soll es ja eigentlich auch sein, oder so ist es ein bisschen gedacht, ja, ne? Dass die Leute, wenn sie Ideen haben, da ruhig auch mal mit einbringen können oder so. Genau. Und was wir da vielleicht umsetzen können, das ist wirklich schön, so diese Interaktion, wie man es jetzt so schön neudeutsch nennt, ne? Mhm. So, ich würde aber jetzt die Anhänger wegstellen. Ja. Weil ich hätte... Verkaufen ist schwierig. Oh, du hättest, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ist nicht schlimm. Ich wollte sagen, dass es vielleicht Zeit wäre für... unsere Frage der Woche. Und zwar kommt die diesmal von unserem Dennis. Liebe Grüße an dich, Dennis. Und er wollte wissen, ob welche Hobbys
wir außerhalb oder außer des, außer für den LS, jetzt ist Faden verloren, welche Hobbys wir vielleicht noch haben, die zeitintensiv sind, außer den LS. Das wollte ich sagen. Okay, also ich habe es so verstanden, ob wir, ich meine, wir drei zum Beispiel, ne, wir spielen ja alle gerne LS, und die Zuschauer, an die Frage ja in der Hauptsache geht, noch Hobbys haben, die sehr viel von ihrer Freizeit in Anspruch nehmen. Habe ich das richtig verstanden? Genauso wollte ich das sagen, ja. Okay. Ja. Dann warten wir doch mal auf die Antworten, oder? Naja, also im Sommer, ja, oder Frühjahr, Sommer, Herbst, da habe ich meinen Garten noch, der eigentlich zu den Jahreszeiten viel Zeit braucht oder auch die ich da auch gern reinstecke, sagen wir es mal so. Weil da ja doch auch ein bisschen was im Endeffekt rauskommt, von dem man auch gerne was essen und trinken kann und so weiter. Von daher ist das bei mir eigentlich hauptsächlich noch der Garten neben dem Spiel. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon. Ne? So, und jetzt seid ihr dran. Sorry, ich würde gleich weitermachen, ich will bloß mal fix hier noch die Ecke anhängen, aber hier ist gerade ein bisschen eng in dem kleinen Kabuff hier. So, warte, geht gleich los. So. Gut. Im Übrigen muss ich jetzt mal ganz kurz noch was probieren. Das ist eine andere Ecke, die wir haben. Der Dennis hatte mir nämlich jetzt dieser Tage im Discord erzählt, dass er eine gefunden hat im Mod-Hub, die auch so ist wie unsere hier mit den Reifen, wo du die Simple IC hat, wo du die von außen noch die äußeren Teile einklappen kannst. Aber das ist nicht bei unserer. Nee, da gibt es eine, die ist 5 Meter. Ah, okay. 5 so. Meter, die kann man klappen. Ja. Okay, danke. Gut, jetzt muss ich ja auch was sagen dazu. Ich hatte, bis ich so, ja, Mitte 20 war, muss ich sagen, hatte ich eine große Modellbahn in Spur TT. Und, ja, wie das dann so war, ne? Erste Wohnung, zu Hause raus, zu Hause war Platz im Haus. Und dann habe ich die weggegeben und die hat aber in der Zeit, wo ich sie besessen habe, sehr viel von meiner Freizeit eingenommen. Ne? Ja. Landschaft bauen, überhaupt Modellbahn wird ja im Prinzip nie fertig. Nie. Und aber dann habe ich sie wirklich alles verkauft. Heute ärgere ich mich zu Tode drüber, weil wenn ich die Preise sehe, was du heute für eine Weiche bezahlst oder so. Ja gut. Aber das war damals und jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe kein anderes Hobby außer LS-YouTube. Das YouTube macht mir sehr, sehr viel Spaß, aber das erfordert auch sehr viel Zeit, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich mache das immer noch sehr, sehr gerne. Und ja, LS mit dabei, also das ist eine super Kombi, ne, würde ich mal sagen. Ja, wenn das ja so macht, wenn man das so machen kann, wie du das machst. Und mittlerweile ja auch eine große Community hat, die das alles guckt, was du machst. Und dann ist das natürlich noch, macht das ja umso mehr Spaß, kann ich mir vorstellen. Ne? Ja, sicherlich, es ist so. Sicher, in erster Linie mache ich das jetzt nicht, um nur Verdeih und Gederb. Gedeih und Verderb, so rum. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Mein Gott. Auf Gedeih und Verderb. Wegen Klicks oder so. Ich meine, klar freue ich mich, wenn ich viele Aufrufe auf die Videos habe. Aber
genauso freue ich mich auch, wenn es mal nicht ganz so lief und vielleicht auch bloß zwei Kommentare sind und die trotzdem ganz nett geschrieben waren. Macht mir das trotzdem genauso viel Freude. Das muss ich echt mal sagen. Ja, das war's eigentlich. Wie gesagt, ein anderes Hobby habe ich auch ehrlich gesagt keine Zeit dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, für noch irgendwelche anderen Dinge. Oh, René, Achtung, ich komme. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Nee, das reicht ja auch. Das ist ja wirklich ein zeitreibendes Hobby, wenn man dann jede drei Videos die Woche hochlädt und so weiter. Die Vorbereitung, das kann ich mir schon vorstellen, dass da nicht viel anderes bleibt. Das ist klar. Nee, das ist auch wirklich so, weil zum einen, du musst dir Gedanken machen, was machst du? Dann musst du ein bisschen was vorbereiten. Ja, dann noch einen Zeitpunkt finden, wo du es in schönen Ruhe aufnehmen kannst. Auch wo du, ich sag mal, entspannt bist dafür, ne? Weil es gibt auch Tage, wo du von der Arbeit heimkommst und vielleicht zu Hause noch irgendwas zu erledigen ist, wo du sagst, oh, eigentlich bin ich heute platt und ich will mich da nicht hinsetzen, weil dann kommt nur Käse raus am Ende. Hm. Ja. Nee, ich bin ganz zufrieden so mit den drei Videos die Woche. Ich habe ja, wer meinen Kanal schon länger verfolgt, dass bis vor ja, anderthalb Jahren oder vor einem guten Jahr jeden Tag, also Montag bis Freitag, plus alte Liebe, also sechs Videos die Woche, muss ich ganz ehrlich zugeben, das schaffe ich nicht mehr. Und das wird mir dann auch, denke ich, wie soll ich sagen, qualitativ wird es dann nicht unbedingt besser, je mehr man Videos rausknallt. Also jeden Tag eins, das war mir nichts mehr. Und ich finde auch, die Community hat es ganz gut angenommen und das passt. Also ich bin sehr zufrieden. Und gleich mal Dankeschön an alle Abonnenten. Aktuell sind es wohl, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, 1592. Also wir gehen auf die 1600 zu. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Ja. Nee, was mir jetzt aufgefallen ist, hast du das mit Absicht gemacht oder dass du jetzt deine Videos jetzt vormittags schon erscheinen? Nee, pass auf, es war so. Letzte Woche bin ich ja zu nichts gekommen. So, ne, in der Spätschichtwoche hatte ich ja auch gepostet. Und dann kam ja jetzt die Rehbach raus. Und da habe ich mich natürlich am Wochenende hingesetzt und getestet und gemacht und getan. Wollte ja eine schöne Map-Vorstellung machen. Finde ich, ist auch gelungen. Also wurde sehr oft angeklickt. Und die habe ich eben dann, naja, damit es nicht noch später wird, früh hochgeladen. Und deswegen war das noch eingespeichert bei den Uploads für die Frühlingsfolge. Ach so, okay. Ja, ich weiß nicht, wie es richtig ist. Also, wie gesagt, so der Mega-Klickjäger bin ich nicht. Aber früh ist ja logisch, ne? Die Stammzuschauer, das sehe ich auch. Die gucken natürlich dann abends, ne, weil die meisten berufstätig sind. Vormittags läuft jetzt nicht so viel, aber am Abend zieht es dann schon immer kräftig an. Das ist richtig. Das war jetzt auch nicht. Könnt man ja gleich mal in die Runde schmeißen, die Frage, wie hättet ihr es gern? Soll ich die weiterhin früh 8 Uhr oder wieder 19 Uhr oder... Wann ist es euch am liebsten? Mein YouTube vergisst nichts, ne? Du kannst doch abends gucken oder nächsten Tag oder nächste Woche. Na eben. Nee, ich war bloß überrascht, dass die Frühling, wir sind ja wieder Donnerstag bei der Aufnahme, dass die Frühlingsfolge heute auch schon vormittags erschienen ist. Und deswegen habe ich gedacht, muss ich doch mal nachfragen, ob du das jetzt mit Absicht oder so. Nee. Machst du oder vorgenommen hast, das so zu machen oder nee? Oder ob das jetzt Zufall war? Ich weiß ja nicht, wie das noch. Du stellst wahrscheinlich die Zeit ein, wenn die erscheinen sollen, nehme ich an, oder? Genau, du lädst es hoch, dann ist es ja erstmal auf privat. So, und dann kann ich Veröffentlichungszeitpunkt. Ist denn das so ein schweres Wort? Veröffentlichungszeitpunkt. Ja, doch. Kannst du einstellen. So, und das kannst du aber auch bei den Uploads
wo du alles Mögliche einstellen kannst, kannst du das auch festmachen, dass jedes Video, wenn du das hochlädst, am nächsten Tag 8 Uhr oder 7 Uhr oder wie auch immer, kannst du alles einstellen. Und das war halt noch drin. Das war der ganze Hintergrund. Okay. Die Alex guckt, darf ich dich gerade mal kurz unterbrechen? Die Alex guckt nämlich gerade, wir brauchen Saatgut nämlich ja, an, ne? Ja. Haben wir ja eigentlich noch Saatgut. Da mal in die diversen Lager geschaut hier. Silo, haben wir da zufällig weiß, drin? Sonst, aber ich glaube, da steht noch was. Guck mal da an der Werkstatt auf der Da steht noch ein kleiner Big Bag. Muss ich ranfahren? Hm? Genau. So. Ah ja. Aber so richtig. Dann müssen wir beim Händler des Vertrauens nochmal vorsprechen. Genau. 76% habe ich jetzt von 534. Wenn nicht, fahren wir mal zum Händler und holen wir und kaufen wir noch eine Palette Säcke. Und kannst sie ja dort stehen lassen, machst dort die Saatmaschine voll und kommst dann hier mit rüber. Genau. Und während wir erzählen, ist jetzt doch endlich der Regen, hat aufgehört. Ich wollte es gerade sagen. Ist mir nämlich auch aufgefallen. Ja, yeah, also das ist ja. Aber das finde ich eine gute Idee, wenn man, wenn die Leute gleich sagen können, wo es, wenn es ihnen am besten passt. Aber ich denke, die gucken eh alle, wenn es gerade im persönlichen Bereich am besten passt. Ich denke, das ist weniger auf die Zeit, wenn das rauskommt, oder? Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Hintergrund hat. Nee, so sehe ich das auch. Man guckt halt, wenn man Zeit hat, ne? Ja, eben. Das ist ja das Schöne halt an den, nicht nur an YouTube-Videos oder auch Mediatheken oder so. Du bist nicht mehr an die Sendezeit gebunden. Vor etlichen Jahren noch in den 80ern, ja, wenn du Fernsehen geguckt hast, dann musstest du 20.15 Uhr vor der Kiste sitzen, ansonsten hast du was verpasst, ne? Ja, eben, genau. Oder du hast einer von der ersten Videorekorder VHS noch oder so. Ja, und das ist das, da ist man ja doch dann relativ ganz schnell verwöhnt und nimmt das auch dankend an. Also ich für meinen Teil zumindest. Ne? Wenn ich jetzt irgendwas mal nicht gucken kann, sage ich mir, okay, ist jetzt vielleicht von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender, hast du auf jeden Fall in der Mediathek. Genau. Also von daher mache ich mir jetzt keinen Stress und YouTube ist dasselbe, ne? Kannst du angucken, wann immer du Zeit und Lust hast. Eben. Nee, das ist schon richtig. So. Jetzt fällt mir gerade auf, wenn das hier aufgehört hat zu regnen, dann kann man doch hier auch wieder Licht, Luft und Sonne reinlassen. Hier, machen wir mal noch an der Seite auf. Herrlich. Hier ist schon auf. Läuft. Mal Durchzug im Deutz. Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall, dass wir heute wieder zu dritt sind. Ne? Wie gesagt, das ist die Spätschichtwoche. Das wird jetzt in Zukunft ja wahrscheinlich alle 4 Wochen sein. Einmal. Wenn die Alex da nicht durch einen Zufall mal frei hat. Aber eigentlich musst du ja eigentlich immer arbeiten früh. Ne? Eigentlich schon, ja. Aber vielleicht finden wir ja noch eine andere Lösung. Ansonsten. Ja, klar. Wird es wieder eine, wie sagt man so schön, so eine Two-Man-Show. Ja, genau. Altherrentruppe unterwegs. Ich wollte gerade sagen, ihr rockt das doch auch zu zweit. Ja. Aber ist halt zu dritt schon schöner, ne? Also, aber das ließ sich halt da nicht ändern. Gerste oder Weizen, hat man gesagt. Dankeschön. Darfst du raussuchen. Ich wollte gerade sagen, was hättet ihr gern? Es ist an für sich, denke ich, gehupft wie gesprungen, aber Weizen haben wir, glaube ich, was weniger. Ne? Ich würde vielleicht auf Weizen gehen. Ja. Okay. Gut. Und da könntest du, wenn du magst, in der Mitte anfangen. Ne? Wir sind ja hier, wir arbeiten von innen nach außen. Da, wo du bist, haben wir noch nicht geguckt. Noch nicht geeckt. Fang einfach in der Mitte an. Such dir die Mitte aus. Deine Mitte, deine persönliche. Ich würde sagen,
Ja, vielleicht, ja. Oder? Was meint das? Ist okay? Das passt schon. Nee, oh Gott sei Dank. Mach nur, wir sind zu zweit. Also wir haben das wahrscheinlich irgendwann demnächst fertig. Und dann hast du das ganze Feld für dich. Oh ja. Naja, ich hätte jetzt dann gedacht, ich würde ja dann vielleicht gleich mit der Walze hinterherkommen. Ja, eben, genau, das kann ich noch machen. Wir müssen das ja noch anwalzen hier, das Ganze. Eben, stimmt. Die haben wir dann jetzt so lang, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das fiel mir jetzt gerade spontan ein. Ja, das ist aber, nee, aber vollkommen richtig. Was denn? Vor allen Dingen sitze ich dann nicht die ganze Stunde nur mit dem Grubber hier und fahre hoch und runter. Ich meine, gut, mit der Walze fahre ich auch bloß hoch und runter, aber es ist immerhin ein anderes Anbaugerät. Genau. Ich würde dir auch gerne, du kannst doch gerne sehen, ich würde auch gerne John Deere mal geben. Oh, guck mal. Oh, aber das ist eine Ehre, die mir da zuteil wird. Das kann ich eigentlich gar nicht ausschlagen. Na? Naja, wir reden dann nochmal. Wir machen erstmal hier unseren Job fertig. Die Walze hole ich dann auf jeden Fall und dann komme ich nochmal auf dein Angebot zurück. Ich meine, kriegt man ja nicht jeden Tag. Ja, aber hat sich der Wetterbericht, ja, im Großen und Ganzen dran gehalten. Ne? Knappe halbe Stunde Verspätung. Das schöne Wetter oder bessere Wetter. Schön ist es ja nicht. Es ist ja immer noch bedeckt. Ja, aber die Sonne muss schon, ist schon ein bisschen da. Es wirft schon Schatten. Das ist wohl wahr. So, schönes Bild. Wir drei auf dem Acker hier. So liebe ich das. Wie fast wie könnte man kann, boah, blub. Man könnte fast meinen, es wäre, boah, nee, sag mal, man könnte fast meinen, es wäre geplant. Herrlich, Gott sei Dank geht's mir nicht alleine so heute. Wir haben heute ein bisschen Wortfindungsstörung, oder? Ja, hin und wieder. Naja. Aber ich denke, die Leute wissen schon, was du und ich meinen. Auch wenn wir heute hier diesen Sprechdurchfall haben. Da hat es doch mal einer, wie hat er das genannt? Sprechdurchfall? Logo Diarrhö, Diarrhö oder so. Diarrhö ist ja Durchfall, ne? Ja, ja. Logopäde, ich bring das Wort nicht mehr zusammen. Meine Oma hat immer gesagt, wenn ich sowas rausgehauen habe, hast du wieder die Wegstaben verbuchtelt. Ja, genau. So, die Alex ist hier schon am Drillen. Hat er was da gehabt, der Händler, so ganz spontan? Ja, hat. War zwar nicht so begeistert, aber dass ich das gleich gebraucht habe, aber. Muss da jetzt durch, oder? Das soll sich mal nicht so anstellen. Der will doch was verkaufen, bitteschön. Eigentlich schon, oder? Naja. Gehst du nicht hin, kaufst es bei der Konkurrenz, triffst den irgendwo, dann kriegst du es aufs Brot geschmiert. Und gehst du hin, weil du was brauchst, dann ist es auch nicht recht. Na, also bitteschön, wie denn nun? Eben. Das ist halt die heutige Zeit. Niemand will mehr was auf Lager haben. Muss alles nur noch mit Bestellung. Ja, und dann möglichst just in time, ne? Genau, eben. Ich brauche das bitte schön vorgestern. Ja, Lagerhaltung ist teuer, ne? Das geht ja in jeder Firma so, egal welche Branche das ist. Wenn es dann vielleicht noch Lebensmittel sind oder Tiefkühl oder irgendwas, was vielleicht auch energieintensiv ist, so. Dann überlegt man das schon zweimal, ne? Eben. Wird ja bestimmt bei dir in der Bäckerei auch nicht viel anders sein, ne? Euer Chef, der wird ja vielleicht auch überlegen, was packe ich mir her, was hält sich? Und ja, das stimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass manche Rohstoffe vielleicht, ich weiß nicht,
das so ist, die Preise doch relativ schwanken, Tagespreise oder so, und dass er dann sagt, okay, nee, ich warte lieber, vielleicht ist es morgen günstiger. Das oder ist das schon, nicht so? Doch, das hat er auch schon angedeutet, dass er da manchmal auch was weglässt oder was anderes dafür macht. Und ja. Ich sag mal jetzt, was fällt mir jetzt spontan ein? Ich bin ja kein Bäcker. Aber wenn du jetzt irgendwelche Fruchtschnitten, Fruchtkuchen machen willst und die Erdbeeren sind eben gerade extrem teuer, weil es ein nasses Jahr ist, dass du eben dann sagst, okay, dann machst du halt Pfirsichschnitten oder sonst was. Nee, das denke ich schon. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das wirklich so ist. Das ist, was ist ja momentan extrem beim Restaurants und Spargel, ne? Da sind viele am Abwägen, ob sie und Wiese und so weiter. Das ist ja. Das soll auch noch ein bisschen was hängen bleibt am Ende. Oder dass dann auch die Preise für so ein Spargelgericht nicht durch die Decke gehen und so weiter. Und da sagen manche ja wirklich, dann lassen wir es lieber ganz sein und warten drauf, dass irgendwann das Wetter besser wird, dass der Spargel dann dadurch auch ein bisschen günstiger wird. Ne? Ja, das ist klar, ist auch ein Faktor noch, das Wetter, ne? Gerade was jetzt die Landwirtschaft angeht. Ja, auf alle Fälle. So, ja, sind wir aber doch schon relativ gut vorangekommen. Ich denke, hier wird es noch eine Bahn oder zwei. Ich weiß nicht, ob es einer wegkriegt dann hier. Hier oben wird es was breiter. Aber ich würde jetzt mal so sagen, heute sind wir doch ganz schön gerade unterwegs, oder? Sieht gut aus, ja. Also ich für meinen Teil bin begeistert von mir. Gibt nichts zu meckern. So, die Alex kommt aber auch ganz gut voran. Muss dann direkt mal sehen, ob man mit der Walze da einen Unterschied sieht. Jetzt texturtechnisch müsste ja was heller werden, ne? Also ich denke schon, dass du da was siehst. Ich bin der Meinung, du hast letztens gesagt, es war schwierig. Also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das so war, aber ich glaube schon. Ja. Nee, das ist halt auf den meinen privaten Spielständen habe ich eigentlich diesen Mod drauf, der automatisch walzt. Von daher habe ich jetzt auch wirklich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir hier ja noch walzen können. Von daher, das schauen wir mal, was wir werden es ja gleich sehen. Ne? Das ist richtig, ich mache das ja auch so, dass ich das diesen Mod nutze, diese Saatbett Rückverfestigung, keine Ahnung, hat ja irgendeinen englischen Namen, bringe ich gerade nicht zusammen. Und ja, aber das nutzt man ja hier nicht. So, ich fahre mal hinterher, aber ich denke, ich werde im oberen Drittel erst dazukommen müssen. Ich weiß nicht, ob ich hier am Rand ein bisschen nebenher tuckern kann. Ich will ja nicht unbedingt auf dem frisch geeckten Boden fahren. Ossa, uiuiui, hier ist auch eine Bodenwelle gewesen. So. Ah, jetzt fällt mir gerade ein, ich wollte ja noch was. Wir hatten ja letzte Woche, war ja, erst hatten wir es von der Rehbach, wann die irgendwann hoffentlich rauskommt, und sind dann abends von den Geschehnissen überrollt worden. Ich hatte René dann noch nachmittags oder abends geschrieben, du René, wir müssen nochmal neu aufnehmen. Die Rehbach ist jetzt heute wirklich rausgekommen. Aber haben wir dann gedacht, nee, das muss dann doch nicht sein. Ich denke, ihr werdet das verstehen, dass wir ja halt doch schon ein bisschen Vorlauf haben. Und dass die dann abends natürlich direkt rauskommt, ist ja, na, das, da macht man nichts. Und dann hatten wir es ja letzte Woche noch von der Ostjarratal, von der Karte, auf der wir privat zusammen mit Dennis und Micha unsere Wochenenden ab und zu verbringen.
Und haben von der so geschwärmt. Und weil die ja auch im Mod-Hub rausgekommen ist, dann einen Tag später. Und da müssen wir jetzt doch mal nochmal drüber reden, denke ich, weil die Karte, die da im Mod-Hub rausgekommen ist, hat eigentlich, wie soll ich sagen, mit der Karte, die wir spielen, die es bei Forbidden Mods gibt, außer die Map, also wie sagt man, die PDA, die Felder und so weiter, nichts mit zu tun, muss man eigentlich so sagen. Die Osiaratal, die auf dem Mod-Hub rausgekommen ist, die ist eine ganz normale Karte, die hat keine Multifrucht, die hat kein Tiernachwuchs und ja, wie gesagt, relativ viel Standard, die kann man ja auch, was ich da auch damals noch nicht wusste, ist die auch für Konsolen geeignet und von daher wäre es ja auch logisch gewesen, dass das Ganze, was da auf der anderen verbaut ist, nicht mehr dabei ist, sag mal so. Ja, genau so ist das. Also die Versionen, die wir spielen, das sind ja auch so, ja, wie sagt man, so Knopfdrücker, ne, wo man so blaue Symbole auf der Karte verteilt findet und da kann man draufklicken und da passiert irgendwas. Entweder ein Waldbrand oder der Hof steht in Flammen oder der Rettungsheli landet und. Und das sind ja alles Dinge, die ja auf der Konsole, leider muss man ja wieder sagen, nicht umsetzbar sind. Und von daher ist das, wie Jörg schon sagt, eine stinknormale Karte, auch nur mit einem Hof. Auf unserer Version haben wir ja zwei Höfe. Genau, jawohl. Sorry. Und ja, Multifrucht dort. Wir haben Rotkohl, wir haben Zwiebeln. Ach Mann. Ja, Mohn und. Also diese Möglichkeiten habt ihr nicht. Aber naja, so ist das manchmal. Ne? Die Ereignisse überschlagen sich, aber am coolsten fand ich nach wie vor die Geschichte mit der Rehbach. Wir unterhalten uns auch noch und ja, vielleicht kann der Marcel ja was in Erfahrung bringen. Privat meine ich, ne? Wann die Rehbach kommt und ich gehe dann zur Arbeit und zum Abendbrot schaue ich aufs Handy und da hat der Jörg mir genau das geschrieben. Wir müssen neu aufnehmen, die Rehbach ist gekommen. Ja. Aber ist ja schön, dass es jetzt endlich da ist und sie hat, ich denke, auch das gehalten, was wir uns erhofft haben, sagen wir es mal so. No. Also ich bin sehr, sehr, sehr angetan von der Karte, wobei wir wollen heute da nicht groß drüber reden, weil ich habe die Map-Vorstellung gemacht und will jetzt auch nicht zu sehr da nur jetzt auch die Werbetrommel rühren, aber es ist eine wunderschöne Karte, mir gefällt sie ganz toll. Und ich habe ja immer gesagt, ich entscheide zwischen Rehbach und Galgenberg. Und die Galgenberg, muss ich aber von Anfang an sagen, hat mich nicht so berührt und abgeholt. Punkt. Auch eine schöne Karte, definitiv. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dort sagen würde, oh, hier willst du unbedingt anfangen zu spielen drauf. So. So, Alex, jetzt komme ich mal bei dich. Ja. Ja. du hast auch in der Mitte angefangen, denke ich, ne? Mhm. Und arbeitest aber nach einer Seite hin, ne? Ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier sind die Spuren. Deine Spuren im Sand fällt mir da gerade ein. Nee. Das ist uralter Schinken. Mhm. Von, wer war es? Howard Carpendale, ne? Glaub, ja. Oh, das in der Art von Musik kenne ich mich gar nicht aus. da ist die Alex eher so ein bisschen, die kennt sich da besser. Und du wolltest mein Angebot gar nicht annehmen? Dann mache ich hier weiter. Das kann ich doch. Ich wollte jetzt nur erst mal gucken, wegen dem Unterschied. Also du musst... Ich mache, genau. Nein, Alex, alles gut. Alles gut. Ganz ruhig. Ich wollte es nur mal probieren, wegen dem, wie man sieht. Und ich sagte ehrlich, du musst ganz weit weg mit der Kamera. Und so, und so ein bisschen leicht schräg von hinten drauf, dann siehst du, dass das heller wird, die Textur. Ich glaube, ich bleib lieber auf meinem John Deere.
Also wir können gerne tauschen, aber ich sag dir, es wird nicht einfacher, weil so, du siehst ja jetzt deine Saat rein. Ich habe da schon Schwierigkeiten ein bisschen. So. Und hier ist es dann noch mehr, weil es ändert sich die Saatreihe ja nicht. Sie wird nur geringfügigst heller. Aber wirklich geringfügigst. Nee, dann mach du das mal. Also. Na, ist nicht böse gemeint. So. Jetzt müssen wir mal in der Gegenrichtung schauen, wie da die Optik ist. Es ist ja immer noch abhängig vom Einfallswinkel des Lichtes hier. Ich hoffe, dass ich hier alles erwische. Also, oh ne, ich habe schon in der Mitte, glaube ich, schon mal einen Streifen stehen lassen, oder? Ja. Tja, also Walzen ist nicht ohne. Und wenn du da schlechtes Wetter hast oder gegen Abend oder am frühen Morgen, wenn es noch halb dunkel ist, vergiss es. Aber während ihr dann das einsät und walzt, werde ich mal ein bisschen Futter zu den Viecher bringen, sag ich mal. Das kannst du gerne tun. Sind die schon wieder so ausgehungert? Da kann schon wieder, passt schon wieder was rein. So, also ich muss ja nochmal in der Mitte, auch wenn es nicht viel ist. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das aber nicht leiten kann und wenn da drei Halme stehen. Aber das muss bei mir immer alles gewalzt sein oder eben geerntet oder was auch immer. Wie viel geht denn so an Saatgut raus, Alex? Kommst du hin mit dem, was du noch gekauft hast? Ich habe noch 60% drin. Also. Oh. Da hätte ja fast das gereicht, was wir auf dem Hof hatten. Ne? Aber man weiß es nicht vorneweg. So. Das ist eine kleine süße Walze. Das geht auch ein bisschen hier. Aber schön. Und ich will ja immer dann die Arbeitsbreite größtmöglich ausnutzen. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt macht der LS-Frosch sich hier breit. Die Arbeitsbreite größtmöglich ausnutzen und da passiert es dann schon, dass man mal was stehen lässt. Oder nicht bearbeitet, sagen wir es mal so in dem Fall. So, also jetzt geht's gar nicht mehr. Jetzt ist die Stimme weg. Manometer. Kommt auch noch der Heuschnupfen dazu, der legt sich bei mir dann auch immer mit auf die Stimmbänder. Ach, das ist übel. Also es ist, ja, so schön wie das früher ist, aber für die uns Allergiker und wer damit zu kämpfen hat, der weiß, wovon ich spreche, ne? Ja, klar. Ist das keine schöne Jahreszeit. Obwohl sie wunderschön ist. So, das ist wirklich knifflig hier zu erkennen. Also bergab geht's ganz gut. Da ist der Winkel vom Licht besser. Hallo Alex. Hallo, ne? Da geht schon wieder ordentlich was rein bei den Kühen. Das ist ja. Haben wir denn noch Mischration da? Wir hatten zwar ja angefangen, ein bisschen was, dass die erstmal wieder läuft, die Anlage. Aber ich glaube, da müssen wir auch nochmal eine Schippe nachlegen. Ne?
Ja, da müssen. Oh, da kann ich gleich. Das könnte ich eigentlich gleich verbinden. Da kann ich gleich Mischfutter zu den Kühen fahren von drüben, von der Heu. Vom Heusilo. Gleich wieder Heu mit rüber, dann haben wir so eine Mischfutteranlage. Genau. Das ist so richtiger Kreislauf. Genau. Unsere Sonnenblumen, die stehen aber auch extrem schräg. Ja, haben wir denn hier von Westen so eine steife Brise, dass es die so... Also die sehen extrem schräg aus. Jetzt will ich erst mal gucken, ob es auch das Walzen hier annimmt. Hier war ich. Und hier steht, muss gewalzt werden. Also, die Walze funktioniert wunderbar. So, jetzt geht's schon wieder los. Wo muss ich hin? Hier ist ungefähr die Kante. Also das wäre auch schön, wenn man das noch ein bisschen anders gestalten könnte, ne? Also die Textur. Da ist diese Streifen, die Seemaschine wirft und die von der Walze, das ist doch alles relativ ähnlich. Das ist eigentlich eins zu eins dasselbe. Die Walze verändert das nicht. Das Einzige ist, es wird ein ganz klein wenig heller. Aber eben das, gerade jetzt, wo ich bergauf fahre, ihr werdet es ja dann im Video auch sehen, ist wirklich ganz, ganz schwer zu erkennen. Ja, und ja, im modernen Zeitalter, ja, dann machst du das Spurführungssystem an und da geht's los. Unser Spurführungssystem ist hier dieses runde schwarze Ding, genannt Lenkrad. So, und dann sitzt noch einer wie ich dran, der sowieso mit dem Geradeausfahren manchmal so sein, ja, Problem hat, sage ich einfach. Da kann eigentlich nicht allzu viel Gutes rauskommen, ne? Ich sehe schon noch, dass ich hier schief gekommen bin. Das Beste wäre wirklich immer nur von oben nach unten fahren, aber das ist so viel Leerfahrten, das können wir uns auch nicht leisten. Diesel ist teuer. Apropos, da fällt mir gerade was ein. Schaut ihr mal bitte mit auf eure Tankanzeigen. Der Rudi, der hat nämlich auch ein wachsames Auge auf uns. Ja, das ist auch gut so. Ja, auf jeden Fall. Aber du, weil du sagst, ja, ich habe gerade die kleine MF. Da muss was rein, sehe ich gerade, ja. Aber wie immer haben Alex und ich ja den kleinen Vorteil, dass nur wir das sehen. Wie viel Sprit unsere Traktoren brauchen. Ja, aber manchmal war es ja schon so, dass ich dann mal kurz in dem Fahrzeug saß, ne? Und das hat der Rudi genau gesehen. Ah, ja, klar. Und was ich an dieser Stelle, fällt mir jetzt gerade noch ein, auch mal noch machen möchte. Ich möchte einfach mal heute an den Helmut Möschheit, auch ein sehr langjähriger und treuer Zuschauer der alten Liebe, mal einen extra Gruß rausschicken. Er hat immer so nett geschrieben. Und ich werde den Helmut deswegen auch nie vergessen, als ich angefangen hatte mit der alten Liebe, ganz allein noch auf der Hills of Slovenia, zweite, dritte Folge, ich weiß es nicht mehr, ne? Damals schon einen wunderschönen Deutz besessen. Und war so in meinem Spiel drin, in meinem Roleplay, in meinem Einzelnen. Und ja, ich stehe jetzt gerade am Brunnen und habe mit dem Deutz viel gearbeitet, so sinngemäß, dann muss ich doch mal Kühlwasser nachfüllen. Ja. Und es stand groß und breit dran, luftgekühlt. Und da hat er mir doch dann auch Kommentare geschrieben. Ich habe Tränen gelacht. Wirklich herzlich schön geschrieben. So, und seitdem ist er dabei. Hat nicht immer kommentiert. Er hat auch gesagt, er ist eigentlich ein stiller Zuschauer. Aber jetzt in letzter Zeit war er immer wieder mal zu lesen. Und ich weiß, oder er hat mir geschrieben, dass es ihm gesundheitlich wirklich nicht sehr gut geht im Moment. Und
Deswegen den extra Gruß, Helmut. Halt durch, bleib stark. Und ja, alles, alles Gute von uns. Und schreib uns weiter so schöne Kommentare. Es ist wirklich wunderschön. Genau, jawohl. Mhm. Auch von mir, ja. Und wir wünschen dir natürlich immer eine Handvoll Kekse, ne? Denn das hat er auch von Anfang an. Anscheinend isst er sehr gern Kekse. Und da hat er dann manchmal so einen Kommentar mit reingeschrieben, ach, da musste ich doch gleich erstmal vor lauter Schreck einen Keks essen. Mampf. Also ich gehe mal davon aus, dass er gern Kekse isst. Da wünschen wir dir, wie gesagt, immer eine prall gefüllte Dose davon. Jawohl. Ja. So, jetzt geht's wieder bergauf. Da muss ich wieder dreimal mehr hinschauen. Das ist wirklich... Ich muss mal auf die Karte gucken. Vielleicht sieht es auch katastrophal aus, was ich hier treibe. Bodenbeschaffenheit. Das Walzen ist mit drin. Nö, so ganz schlecht sieht es nicht aus. Nicht ganz gerade, ja. So, das ist natürlich jetzt ganz gefährlich, was ich mache hier. Schön mit der Kamera rumspielen und nicht nach vorne schauen. Ich mache das nur halt gern. Stunden hat der Deutz. Das ist natürlich auch nichts, ne? Nee. Gar nicht viel. Bei den vielen Schleppern, die wir haben. Wobei, wir haben ja schon ein bisschen aussortiert. Den einen oder anderen ins Museum abgegeben. Oh. Das auch. Na gut, ich hab... Ne, das ist ja auch noch ein relativ neuer, den ich gerade fahre. Der hat aber auch schon 2,1 Stunden. So, der MF, den haben wir jetzt auch eigentlich noch gar nicht so arg lang, ne? Nee, ja eben, was haben wir denn mit dem so gemacht eigentlich? Ich war, ja, eh. Siehst du, den werde ich vielleicht in der nächsten Woche mal auch wieder mir zu Gemüte führen. Ja, wie viel hat denn dein John Deere? 9,8. 9,8, siehst du, der wird ja wirklich jede Rolle benutzt. Na ja, klar. So. Muss ich denn hier, also von unten nach oben, keine Chance, das richtig zu sehen. So rumgucken. Naja, so ganz schlecht ist es gar nicht hier. Man muss es ja eben doch so machen. Man muss, wenn ich hochzufahre, von vorn auf den Schlepper drauf gucken, kann ich es eigentlich ganz gut sehen. Wie weit seid ihr denn jetzt zwei? Schon. Ich hab noch so 3, 4, 5 Bahnen. 3, 4, 5 Bahnen. Oh. Also ich habe gefühlt hier, ich weiß nicht, noch 2/3 vor mir. Das ist schon, ne? Du kannst ja gerne mal in die Karte, in die Übersicht reingucken, Jörg. Da siehst du das. Dass mein Gefühl mich eigentlich nicht trügt. Guck mal. Ja, ja, ich sehe schon. Also das werden wir heute auf keinen Fall fertig kriegen. Nee. Was 3, 4, 5 Bahnen noch, denkst du, Alex? Hm? Ja,
würde ich sagen, dann machen wir das wenigstens noch fertig. Dann haben wir wenigstens einen Arbeitsgang schon mal durch. Dann ist das Feld angedrillt. Hm. Na, das Walzen, das werden wir dann vielleicht mal noch unter der Woche fertig machen müssen. Die Saatkrähen, die sind auch schon kräftig dabei hier wieder. Oh ja. Ist nicht schlimm. Alles rauszupicken. Naja, dann machen wir das noch fertig mit dem Andrillen und dann denke ich, haben wir heute auch gut überzogen. Ne? Eine Stunde, also unter einer Stunde sind wir eigentlich jetzt noch gar nicht geblieben. Ne? Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist richtig. Ich weiß drum, das wollte ich so leise andeuten, weil ich mal gefragt habe, wie weit ihr seid. Durch Diplome. Ich weiß ja, dass du deine Uhr abgehängt hast. Ja, ist richtig. Und wir hatten ja da im Vorfeld, haben wir ja immer so ein bisschen uns abgesprochen. Wie gesagt, man könnte hier 5 Stunden am Stück, aber ich glaube, das wird dann doch den Rahmen zu sehr sprengen. Sag mal so, die eine Seite hier, die habe ich so ziemlich fertig. Ziemlich. Aber ich finde die kleine Walze wirklich schön. Ne? Die ist jetzt wirklich nicht groß, aber die ist so ein bisschen abgenutzt auch. Diese Scheiben, die. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass die so eiern. Ja, doch, das ist normal. Das ist gewollt, ne? Dass das so verdrückt. Ja, sind locker. Genau. Die sind locker. Die sind locker, hängen die auf der Axt und fallen so hin und her ein bisschen, ja. Ja, also dann ist das auf jeden Fall auch bei dem Mod hier sehr gut umgesetzt. Und die Breite finde ich vollkommen okay, ne? Das ist ja maximal Schlepperbreite hier. Für die damalige Zeit. Wie gemacht. Alex, du sagst dann Bescheid, wenn du einfach fertig bist, oder letzte Bahn fährst. Ich glaube, ich habe immer noch 3. Du vor uns hast du ja gesagt 3, 4, 5. Ja, da haben wir ja 4 und 5 schon mal weg. Ja, kein Stress. Bloß, dass der Jörg vielleicht dann noch mit herkommen kann und dann. Ja, eben. Ich muss jetzt hochfahren zu unseren Limo-Kühn, die holen auch noch ein bisschen was. Und dann gucke ich mal, wie weit ihr seid. Oh, ich habe vielleicht noch 3 Bahnen hier. Ne, aber nochmal zu der Walze. Also wir hatten früher, die war dreiteilig. Die hast du hinterhergezogen. Und die hast du praktisch umgekippt, wenn du es so willst. Also auf der einen Seite konntest du dann mit der Walze übers Feld fahren und auf der anderen Seite waren rechts und links zwei Rädchen angebracht, mit denen dann du dir über die Straße gefahren bist. Warte. Ah ja, klar, du kannst ja jetzt so wie, wir können unsere ausheben hinten, ist klar, aber du kannst ja im Normalfall nicht das Ding über die Straße ziehen, da Walze kaputt, Straße kaputt. Genau, und das war dann dreiteilig und dann konntest du, auf der Straße hast du hintereinander gehangen. Und auf dem Feld hast du dann das mittlere, wo direkt am Traktor war, die war ein bisschen breiter und die hat dann rechts und links nochmal zum Anhängen, damit du praktisch nochmal mehr Breite gewonnen hast. Aber ich denke, das ist im LS ist das halt ganz schwierig umzusetzen. Sowas. Das denke ich auch. Absolut. Ich hatte ja schon mal einen Mod gefunden, weil mit dem Walzen, das hatte mich eigentlich schon länger interessiert. Sondern so diese großen Eisenwalzen, ne? Mhm. Und aber die konntest du ja wirklich nur auch über den Hof hinter dir herziehen. So, und du hat ja doch der Yogi hier doch schön dekoriert den Hof und auch schön mit Gras und Unkraut und hast du nicht gesehen. Und ich habe die auf einem separaten Spielstand probiert und habe die einfach mal über den Hof gezogen. Ja, der sah hinterher aus wie Bombe, ne? Weil das ganze Gras halt alles weg war. Eben, das ist halt.
wie gesagt, ich denke, das ist für ein LS ist das ganz schwierig umzusetzen. Also so. diese Walzen damals, die hättest du auch drei Stück koppeln können. Mhm. Ja, eine in der Mitte und hinten dran rechts und links noch eine zweite und dritte. Genau. Aber die musst du eben dann entweder ja mit einem Anhänger, Tieflader, hast du nicht gesehen, hier zur Wiese oder zum Feld bringen. Du konntest damit Wiesen quasi striegeln, Düngestufe. Wiesenwalzen, ne? Macht man ja auch. Oder eben die Saat, das Saatgut anwalzen. Mhm. Aber eben hast, egal wo du lang gefahren bist, eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Das ist natürlich doof, ja. Das ist blöd. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass wir die hier an der Dreipunktaufnahme anhängen können, ne? Mhm. Und ausheben. Da liegt noch Mist am Feld dran. Wie kommt denn der da hin? Kann ich mir gar nicht erklären. So, jetzt habe ich hier noch ein kleines, schmales Streifchen und dann bin ich mit meiner Seite hier durch. Wie sieht's denn bei dir aus, lieber Alex? So anderthalbe, würde ich sagen. Na denn. Gut, dann kommst du ja wieder hier runter, ne? Dann bin ich ja eigentlich auf der richtigen Feldseite. Ich würde wieder runterkommen, ja. Mhm. Ich habe hier gerade noch eine Schluderei gesehen, aber die finde ich wahrscheinlich jetzt nicht wieder. Einen ganz schmalen Streifen. Ich würde einfach noch eine Bahn runterzufahren und dann unten warten. Mhm. Ne? So. Ich habe auch was zu trinken mitgebracht. Oh, das klingt gut. Ist schon 11 Uhr? Ach nee, war schon lange durch, ne? Siehst du? Ach, mir fällt gerade ein, genau. Oh, letztens habe ich ja die Folge geguckt mit euch zwei und habe so gedacht, fangen Sie mit dem 11 Uhr Bier an. Das nächste Mal gibt es einen Tomatensaft aus dem eigenen Garten. Stille. Also nichts gegen den Tomatensaft, aber nicht 11 Uhr statt Bier. Nee, aber das hatte sich wirklich gerade so ergeben. Ich habe das auch nicht da extra dahin gespult oder so. Es war wirklich Zufall. Wir waren ja schon eine Weile vorneweg auf der Karte, Jörg und ich haben ja besprochen, was wir machen und da lief ja die Uhr weiter. Und als ich dann die Aufnahme gestartet habe, dachte ich, mein Gott, jetzt ist es gerade auf 11 Uhr umgesprungen. Da bot nee, sich gepasst, das natürlich ne? an. Mhm. Und was wir gearbeitet haben mit dem Bier, nach dem Bier, das war ja... Genau. Ne? Und es war bloß ein virtuelles Bier. Nee, bei uns wird nicht während der Arbeit getrunken. Und auch so, also nicht, dass einer denkt, ne? Dass wir jeden Tag aufs Elferbier hinlauern. So ist es nicht. So. So. Was lange währt. So. Hast du es geschafft? Ich habe es geschafft. 10% noch drin. Oh. Wie abgemessen, ha? Huh? Kann das sein, weil du gesagt hast, die Sonnenblumen sind so schief, dass die sich nach der Sonne richten? Ja. Das ist auch so. Das habe ich mal irgendwo gelesen, dass das im LS so ist. Kannst du wirklich auch mal, wenn du jetzt spulen würdest und einer richtet die Kamera genau hier hin, könntest du das beobachten, wie die sich drehen. Die gehen mit der Sonne mit. Ist aber, glaube ich, im wahren Leben ja auch so, ne? Ja, klar, da ist es so. Was denn? Na gut, ihr Lieben. Schönes Bild hier mit dem Kirchturm da hinten. Ich würde sagen, heute haben wir gut überzogen, hat aber Spaß gemacht und es hat auch Sinn gemacht, dass man irgendeine Arbeit beendet. Finde ich, oder? Nee, was sagt ihr? Absolut, ja. Was denn? Genau. Ja, und das haben wir getan, Feld ist angedrillt, zur Hälfte gewalzt, das machen wir unter der Woche fertig. Und ja, ich würde sagen, ich lasse euch heute den Vortritt bei der Verabschiedung. Verlierst du? Mach du auch mit mal. Also, dann
bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr wieder rege eure Kommentare abgibt. Ein Däumchen. Abo. Wie immer, würden wir uns sehr drüber freuen. Und wünsche euch ein schönes Wochenende, eine gute Woche. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Genau, ihr Lieben, da schließe ich mich an. Viel Spaß beim Schauen der Folge und ein schönes Wochenende. Und lasst ein Däumchen da und einen Kommentar. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Ja, dem kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Würde mich genauso anschließen. Wünsche auch euch ein wunderschönes Wochenende. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und seid einfach nächste Woche wieder herzlich eingeladen. 11 Uhr geht's los, Samstag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.